Hallo und herzlich willkommen hier zu Trainkraft in der Folge 99. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. So, ich hatte jetzt von einigen gehört, fahr doch mal hier mit dem Zug durch. Darum bereiten wir das jetzt mal vor und werden dann hier mal ein schönes Ründchen fahren. Und dann gibt es noch eine kleine Überraschung in dieser Folge, die werde ich allerdings noch nicht verraten. Kennt mich ja. So, welchen Zug nehmen wir dann? Irgendwas Schönes. Aber hoffentlich nicht zu groß, nicht, dass es dann nicht durchpasst und ich mich wieder ärgern darf und alles anpassen darf. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. So, wir nehmen mal das Steak mit, oder? Ja. Was haben wir denn? Von den Zügen hier noch nicht gebraucht. Die hatten wir im Einsatz, diese kleine komische grüne hatten wir auch. Was bist du denn für eine? Sagt mir jetzt auf Anhieb nix. Oh, nicht schlecht. Ist eine Option, aber gucken wir mal weiter. Gut, mit der BR01 sind wir ziemlich viel rumgecruised. Würde ich jetzt mal nicht nehmen. BR80 haben wir auch ziemlich viel gehabt. Die USSR auch. Die KOF, die V60. Da 2, C62, nee, die hatten wir auch. Die Santa Fe hatten wir auch. Wir haben eigentlich wirklich alle schon hier gefahren. Wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Aber komm, dann nehmen wir jetzt ganz einfach mal diese hier. Die ist Diesel, also brauche ich noch ein bisschen Diesel. Okay, wo fangen wir an? Ich würde erstmal vorschlagen, dass wir jetzt mal hier diese ganzen nötigen Ceviche noch setzen. Das habe ich auf diese Höhe gemacht. Ja. Und die dann auch richtig schalten. So, jetzt biegt es nämlich ab. Das heißt, der ist korrekt. Passt. Dann haben wir hier unten eine Abzweigung. Die müssen wir auch noch anpassen. Sprich, hier hinten. So. So. Jetzt läuft's falsch. Jetzt ist es richtig. Jetzt ist es geradeaus. Da haben wir schon gemacht. Eingestellt ist es hier auch richtig. Okay, das hier unten ist erledigt. Das heißt, wir sollten jetzt hier flüssig runterkommen, ohne irgendwelche Probleme zu kriegen. Kommen bis hier hinten durch und kommen auf dieses Gleis. Wunderbar, passt. Dann geht's hier nach oben. Darunter, da habe ich keinen Switch drin. Boah, ich muss meinen Rechner überarbeiten. Da fehlen ein paar Frames hier. Nicht so schön. So, die hier sind auf gerade ausgestellt. Das heißt, wir werden die gleich da hinstellen. Diese ist auch auf gerade ausgestellt. Die stellen wir jetzt mal um, dass wir abbiegen. So, also dann fahren wir dort hinunter. Da ganz runter. Dahinter, dann fliegen wir schnell rüber, setzen die Schaltung ein bisschen anders, dass wir nach oben fahren. Obwohl, nee, wir fahren nach oben. Ah, muss ich gar nicht ändern. Okay. So, das heißt, hallo, GP7 US. So. Mal reingesetzt. Mal Sprit geladen. Oh, Skype, halt die Schnauze! Dich braucht kein Mensch. Moment. Weg. Dass es jedes Mal nach diesem blöden Update in den Autostart kommt, das nervt mich immer wieder. So. Dann Start Engine. Dann hat weg. Ist noch nicht warm, oder was? State Warm müsste jetzt eigentlich passen. Ja, jetzt fährt sie doch. So, hat wieder weg. Dann tuckern wir jetzt hier mal langsam mit unserer schönen Diesel-Lok weiter. Die muss ich erst noch ein bisschen aufheizen. Wird schön. Ruckel, ruckel, leck, leck. Mir wurde gesagt, dass die Bridge Pillars, die ich zum Glück überhaupt nicht verwendet habe hier,
Frames kosten. Wäre für mich eine logische Erklärung, warum das so, ja, zögerlich läuft. Sollte eigentlich auf dem System ja kein Stress sein, aber ihr kennt ja Minecraft, ne? Ja. So, wunderbar, das funktioniert schon mal einwandfrei mit der Santa Fe, das ist Coinstress. Das heißt, wir drehen um. Und fahren jetzt diesen ganzen Ringelpiez komplett nach oben. Lassen die kleine Sprungschanze aber aus, sondern werden vorher abbiegen. Und dann auf das andere Gleis auffahren und dann mal gucken. Dann wird es nämlich ein bisschen spannend, da ich vergessen habe, die Gleise umzustellen. Da ich nicht weiß, wie oben die Gleisstellung ist. Bremsen. Boah, den nächsten Zug, den ich baue, der ABS hier. Mann, Mann, Mann. So. Klick. Einsteig. Klick. Ausmach. Losfahr. Sehr schön. So, nach oben geht's mit einem fröhlichen. Genau. So, hier mal schön auf der Beschleunigungstaste bleiben. Von der Geschwindigkeit her sieht es noch gut aus. Ah, das sieht auch wunderbar hier oben aus. So, sind wir immer noch ganz nach oben gefahren. Schön, 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 schön. Jetzt müssten wir abbiegen. Dankeschön. Hier nach unten. Über unser leicht fragiles Gleis. Ich gebe es jetzt zu. Dann fahren wir über den Markt, winken den lustigen Dorfbewohnern mit den komischen Nasen. Hallo. Fahren hier hinunter. Bleiben hoffentlich nicht unten bei der U-Bahn stecken, das hat man nämlich auch schon. Wo habe ich die U-Bahn überhaupt hingestellt? Könnte sein, dass wir jetzt gleich eine kleine Kollision bauen, aber naja, was soll's. Sind im Creative, kann man alles wieder reparieren. So, fahren hier nach oben. Und sind auf dem anderen Gleis. Fahren hier nach hinten. Und haben eine funktionierende Gleisanlage von oben bis unten. Das ist doch sehr schön. Okay, das da vorne würde nicht überleben. Oh, mit meiner unbändigen Kraft habe ich wieder alles weggerissen. Mann, 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 Mann. So. Schön ist das. Gefällt mir sehr gut. Wir kommen überall durch, bleiben nirgendwo mehr stecken, haben eine Verbindung von hier nach da drüben. Gut, die dauert ein bisschen, bis man hier alles gefahren ist, aber es funktioniert. Wir können da hinten auf die lausigen Anfänge des Güterbahnhofs, naja, es ist momentan nur ein Abstellgleis, auffahren. Ja, kommen eigentlich überall hin. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht angeschlossen habe, ist dieses Gleis hier. Das könnten wir hier unten eigentlich so verlaufen lassen. Hört sich doch ganz gut an, oder? So, dann bauen wir hier ein bisschen und ich lüfte das kleine Geheimnis. Wir sind ja jetzt hier bei Folge 99. Ich hatte gesagt, ich möchte bis Folge 100 euch diese Map hier zum Download geben. Das werde ich auch tun. Aber nicht zur Folge 100, sondern zur Folge 99, sodass ihr als kleines Special auch schon mal hier auf dieser Map mitzocken könnt. Und zwar nach dieser Folge hier. Das heißt, während die Folge hier schon bearbeitet wird, werde ich das andere hochladen. Ach, das geht hier wieder nicht. Und ihr könnt dann schon unter der Folge den Link benutzen, um die Map runterzuladen und selber zu zocken, hier schön weiterzubauen. Und ja, das ist mal so ein kleines Dankeschön an meine treuen, zugverliebten Zuschauer hier. Funktioniert das jetzt? Ja. Und zur Folge 100. Weiß ich noch nicht, ob ich es schaffe, das Update zu machen. Vermutlich nicht, weil das Wochenende ein bisschen was los ist. Aber danach möchte ich auf jeden Fall das Update auf die nächste Version machen, um auszuprobieren, ob das alles so funktioniert oder nicht. Aber die Map-Version ist dann hier für die 1.6.4. Ich schreibe dann auch nochmal drunter, welche Mods ihr alle braucht, damit es hier sauber funktioniert. Ist ja kein großes Problem. Ich würde euch der Multi-MC empfehlen, das Ganze schnell und einfach einzustellen. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Guckt einfach in die Beschreibung, da findet ihr dann den Link. Falls er, wenn ihr guckt, noch nicht sofort da ist, kann es sein, dass die Map noch hochlädt.
Muss schauen, wie schnell ich das hinbekomme, weil ich das hier mal wieder relativ zeitnah aufnehme. Das heißt, irgendwie, ich werde es jetzt sofort hochladen, damit ihr das hier gleich seht, weil es schon der Freitagabend ist und ja. Ihr kennt mich ja mit meinen Aufnahmezeiträumen mittlerweile, ne? Alles nur nicht regelmäßig. So. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt hier mal nach hinten ziehen. So. Hau nochmal einen Long Track hin. Und dann ist das hier jetzt die finale Amtshandlung. Wie komme ich da jetzt runter? Wie kriege ich einen Feldversatz hin? Yeah. Oh Mann, das ist doch mal wieder hier. Das ist so wunderschön, ist das. Wunderschön. Macht der Mikro wieder Zicken? Nö, ich hoffe nicht. So, Slopey Slope Wood. Slopey Slope dran. Gleis daneben. Cäsar unglücklich. Oh Mann, da müssen wir da hinten wohl wieder ein bisschen was wegreißen. Um dann hier so rauszugehen, dann runter, eine reinlegen und so. Es wird dann schon funktionieren, aber das sieht ein bisschen nach Gekröse aus. Darum schlage ich vor, wir machen das hier hinten zu. Nämlich hier so. Dann sieht es so aus, als würde hier der Berg ganz normal weitergehen und man hätte hier anstatt einem kleinen bautechnischen Fehler ein schönes gleistechnisches Meisterwerk gebastelt, indem man dann da hinten durch den Berg durchgeht und das Ganze mit einem geschwungenen Gleisführung. Ja, so sehen wir es. Machen wir richtig. Wenn wir pfuschen, dann so, dass es keiner merkt, ja? Merkt euch das. Wenn ihr pfuscht, darf es keiner merken. So, dann hier. Guck mal, da war schon immer ein Berg. Da war noch nie was drunter. So. Dann mal zugezogen, dann mal zugezogen. Passt. Dann da ein bisschen eher die Leine drauf. Okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt in die Rechtskurve rein. So. Gehen hier direkt in die Linkskurve rein. So. Das Schönste machen wir dann übrigens eure Aufgabe sein. Ihr habt ja dann die Map. Könnt ihr die schön machen. Mir mal zeigen, wie man sowas richtig macht. Ich hab ja keine Ahnung, wisst ihr ja, ne? Ich bin hier nur so ein Typ, der hier auf YouTube unterwegs ist. So. Okay, jetzt sind wir hier. Dann bin ich nach hinten. So, Höhle! Gleis? Hä? Und ist dieses Gleis schon wieder. Ach so. Oh! Dreht sich einmal um und verliert komplett die Orientierung. Glorreich wieder. So, jetzt sind wir hier nach hinten gegangen. Dann können wir jetzt wieder nach links marschieren. Nämlich so. Sind hier rein zufällig auf einen Tunnel gestoßen. Mann, wo kommt der denn her? Gehen dann ja eigentlich so, dann sollten wir genau richtig rauskommen. Der Wahnsinn. Mann, hatten wir ein Glück, dass das zufällig dieser Tunnel ist und wir hier durchfahren können. So, das ist ein bisschen schön gemacht, ein bisschen ausgebaut, dass wir hier nicht irgendwie Platzangst bekommen müssen. So, aber wie gesagt, das sind Feinheiten, die ich jetzt nicht mache. Ich habe das jetzt angeschlossen. Das war mein erklärtes Ziel dieser kleinen Aktion. Ziel ist erreicht. Wunderbar. Wow. Was mir übrigens auffällt, ich habe für kein anderes Projekt so positives Feedback von euch erhalten wie für dieses hier. Finde ich cool. Erst jetzt wieder einen freundlichen Kommentar. Hey, das habe ich schon ewig gesucht. Cool, dass du das machst und im Single machst und so weiter. Ja, ich finde es schön, ne? Okay, ich muss mich bloß diesmal an die 15 Minuten halten, sonst passt mein Zeitplan mit. Ihr kriegt das jetzt am Freitagabend, diese Map.
Überhaupt nicht mehr. Und ja, das möchte ich jetzt nicht verkacken, sondern das will ich mal richtig machen. Gut, Freunde, als kleine Übersicht hier. Ich werde in der Wüste, das ist auch eine Frage, natürlich noch weitermachen. Hier habt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal den kompletten Hauptbahnhofteil mit der lustigen Gleisbauanlage. Diese Sprungschanze werden wir noch zu irgendwas Sinnvollem verarbeiten. Mal sehen was. Vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen als ich. Von den Ausfahrten her haben wir bis auf diese und diese alle belegt. Hätte nicht gedacht, dass wir so viele brauchen, aber brauchen wir. Und ich werde jetzt nach 15 Minuten und 33 Sekunden die Map zum Download hochladen, euch zur Verfügung stellen. Ihr könnt danach machen damit, was ihr wollt. Ihr könnt es mit TNT schmücken und hochjagen, so wie irgendwie jedes Multiplayer-Projekt endet. Oder ihr könnt auch ganz tolle Leute sein und irgendwas Sinnvolles damit machen. Ja, so wie der Chaser, was ganz schön nicht machen. Deine riesige YouTube-Karriere anfangen, wie der Chaser. Ja, bis auf die riesige Karriere. Genau. Ja, dann würde ich schon mal sagen, vielen, vielen herzlichen Dank und viel Spaß mit der Map. Ich bedanke mich sehr fürs Zugucken, sage auch, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und ein wunderschönes Wochenende und ein wunderschönes was ich auch immer. Wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Traincraft. Mach's gut, ciao, ciao. Halt, ich lande noch.